Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Sonnige Grüße schicke ich euch. In dieser Legung geht es um die Liebe. Es ist ein Liebesorakel. Ich schaue für dich in die Karten im Bereich der Liebe. Du kannst Single sein, du kannst aber auch in einer Verbindung sein, ja? Du kannst auf der Suche sein oder auch nicht. Vielleicht bist du nur hier aus Neugierde, aber ich schaue für dich hier in die Karten in Bezug auf die Liebe. Ich bin gespannt. Vielleicht du auch. Schau, inwieweit du in Resonanz gehen kannst mit den Karten. Ja, bei dir tut sich nicht so viel im Bereich der Liebe. Ja, das zeigt mir hier ganz am Anfang der Gehängte. Aber ich gucke mir das Ganze jetzt an. Aha, okay, die 7 der Stäbe. Ja, die 9 der Schwerter, aber hier kommt schon die Mäßigkeit und der König der Münzen. Nicht schlecht. Oh ja, oh ja, oh ja, überfließende Gefühle habe ich hier. Die 9 der Kelche. Oh, etwas wird zu Ende gehen. Ja, die 7 der Schwerter. Oh, noch ein König. Wow, 2 Menschen habe ich hier. Der König der Stäbe, aha. Und die 2 der Stäbe. Vielleicht hast du zu tun mit 2 Menschen. Ja, vielleicht sind bei dir 2 Menschen im Leben irgendwo. Kann aber auch nur ein Mensch sein. Und ich habe das hier so, dass... Ich habe hier einen Menschen, also ich habe hier die Erdenergie und ich habe hier die Feuerenergie. Die Feuerenergie, da kann aber auch noch hier noch ein bisschen das Luftelement eine Rolle spielen, ja? Luft, Feuer und Erde habe ich hier als Sternzeichen oder als Aszendent, ja? Und das kann auch hier als Aszendent angezeigt werden, schau einfach. Und ich habe hier bei dir 2 Menschen. Natürlich könntest du auch einer davon sein, ja. Aber ich habe das eher so, dass das 2 unterschiedliche Menschen sind. Und doch, eins davon kannst du sein, hier oben. Der König der Münzen kannst du sein. Du kannst auch eine Frau sein. Trotzdem bist du hier der König der Münzen. Das, ja... Nimm es an, wie, ja, wenn du damit in Resonanz gehst. So, ich habe hier generell einfach eine Situation bei dir in der Liebe, wo die Liebe blockiert ist oder man hat hier Angst, Liebe zuzulassen, sich darauf komplett einzulassen. Kann auch die Person sein, um die es hier bei dir geht. Ja, hat Angst, sich darauf einzulassen, ist ein bisschen, wie du siehst, blockiert. Die Liebe ist blockiert, du bist vielleicht blockiert, vielleicht ist dein Gegenüber blockiert. Oder abwehrend, das nicht zulassen, diese Gefühle, diese Liebe, diese Zuneigung einfach nicht zulassen. Ja, deswegen hier tote Hose, ja. Der Gehängte, passiert wenig. Also wenn bei dir in der Liebe mega viel passiert, dann ist es hier nicht die Legung für dich, weil ich habe hier das eher so, dass das so ein bisschen stiller ist. Es gibt interessante Momente, aber im Grunde genommen... ist es hier so, dass man irgendwie so in der Luft hängt? Vielleicht sind das deine Gefühle. Du fühlst dich so, als würdest du hängen gelassen worden sein, als würdest du einfach hängen, als würdest du, ja, vielleicht wurdest du hängen gelassen von deinem Gegenüber, von irgendjemandem in der Liebe und deswegen jetzt diese defensive Haltung, diese abwehrende Haltung der Liebe gegenüber und dadurch die Blockade. Kann aber auch dein Gegenüber sein, ja, wurde hier hängen gelassen. Und hier sieht man ganz gut auf dieser Karte, dass sich hier so eine Schlange schlängelt, ja. Das könnte auch jemand aus der Vergangenheit sein, der einem nicht gut getan hat. Und deswegen hier diese defensive Haltung, diese Abwehrhaltung, diese Blockade, ja. Man erwartet nicht so alles, man erwartet nicht so das Gute, ja. Man erwartet irgendwie, vielleicht ist man so, naja, ich weiß nicht, Vertrauensprobleme, ja. Dem Ganzen nicht trauen, dein Gegenüber nicht über den Weg trauen, dein Gegenüber traut dir vielleicht auch nicht über den Weg. Sowas bekomme ich hier ganz stark rein im Bereich der Liebe. Man hat aber auch Angst. Also das ist hier alles vertreten, alles was so als Hindernis für
für den Flow, als Hindernis für damit es läuft, damit es fließt, ja. Es ist hier alles vertreten, so als Blockade. Angst, Kopfkino, schlaflose Nächte. Oh mein Gott, werde ich überhaupt jemals jemanden finden? Werde ich hier als einsame alte Frau enden oder einsamer alter Mann kann sein oder ich bin doch noch so jung, wieso will mich niemand? Ja, weil die Blockade da ist. Und das ist nicht so, dass man dich nicht will, sondern das ist halt so, dass vieles hier, das ist jetzt so ein bisschen Rat der Karten, dass du hier einiges in Ordnung bringen sollst. Ich habe hier die Mäßigkeit, das ist die Reinigung. Mach vielleicht ein reinigendes Ritual, ja? Geh vielleicht in See baden mit der Absicht, dass alle negativen Anhaftungen im Wasser bleiben und du kommst frisch und schön und neu raus. Ja, es ist bei dir auch sehr viel in den Gedanken, was hinderlich ist, damit es fließen kann, damit die Liebe fließen kann, damit die Liebe zu dir fließen kann. Weil ich habe bei dir hier entweder einen Menschen oder sogar zwei Menschen. Das sind potenzielle Partner, die da irgendwo schon da sind und auf dich warten, aber die kommen nicht durch. Das kommt hier irgendwie nicht durch. Alles muss irgendwie so in Einklang gebracht werden, dein Inneres. Wie gesagt, so eine Reinigung, innere, gefühlsmäßige Reinigung, damit hier diese Blockade und diese blockierten Gedanken auch und dieses Kopfkino, diese Ängste, damit es verschwindet, damit man hier nicht die ganze Zeit auf der Hut ist. Oh, da ist jemand, aber der könnte mir was Böses wollen, ja? Spielt auch eine Rolle hier irgendwo. Kann genauso gut bei deinem Gegenüber sein, wenn du ein Gegenüber hast, ja? Wenn da bei dir jemand ist, dann ist es bei deinem Gegenüber so. Auch wenn du dich hier wiedergefunden hast, dann ist es, wenn du ein Gegenüber hast, ein spezielles, dann ist es auch bei diesen Menschen so. Und wenn du niemanden hast, wenn du Single bist, dann bist du das hier in der oberen Reihe, so. Und du brauchst Sicherheit. Oder wenn dein Gegenüber schon da ist, dann braucht dein Gegenüber Sicherheit, irgendetwas Sicheres. Man möchte auch vertrauen, man möchte sich fallen lassen, aber zögert. Das habe ich hier, ja. Zögerlich, vorsichtig. Ich meine, kann auch sehr viel schon passiert sein und deswegen ist man so. Aber wenn man möchte, dass die Liebe hier, ja, Rosenquarz, dass die Liebe, und wo sind die Karten hier beim Rosenquarz, ja? Wenn man möchte, dass die Liebe wieder fließt, dann sollte man sich hier reinwaschen. Vielleicht brauchst du ein Zitrin, weil das ist hier ein Zitrin, das ist auch Freude und so ein Freudespender, könnte man sagen. Nein, also der Stein, ja, der sendet dir positive Sonnenenergie. Zitrone, gelb, lustig, ja, sauer macht lustig, deswegen Zitrin hier, gelb, Sonne, ja, Energie. Vielleicht legst du dir ein Zitrin zu und vielleicht auch einen Rosenquarz. Vielleicht brauchst du aber auch einen Bergkristall, ja, damit es fließt endlich, damit das hier aufgelöst wird. Und ja, Sicherheit, Vertrauen und ja, vielleicht sogar so einen sicheren Hafen. Vielleicht brauchst du das, vielleicht braucht es dein Gegenüber. Also wenn du ein Gegenüber hast, habe ich hier. Ich habe hier auch einen Menschen, der sehr arbeitsam ist, fleißig, patentkompetent. Normalerweise kann man sich auf diesen Menschen verlassen. Er steht felsenfest, ja, so da im Leben. Vielleicht im Beruf ist man super, aber in der Liebe, naja, nicht so, ja. Leere oder wenig, kann sein, dass das so hier ist. Wichtig. Also die Mäßigkeit ist hier sehr wichtig, das alles ja in Ausgleich zu bringen, wieder zu sich selber zu finden. Zu den Gefühlen finden, bekomme ich hier auch rein mit den zwei der Kelche, die hier so hin und her geschwenkt werden, ja. Dass man irgendwie so den Zugang zu den Gefühlen wieder findet und vielleicht diese Verbindung, weil hier ist wie so eine Verbindung, ja, von Mensch zu Mensch, von Kelch zu Kelch, von Herz zu Herz, von Gefühl zu Gefühl. Vielleicht muss man hier einfach diese Verbindung wiederherstellen und da kann dir so ein reinigendes Ritual helfen, vielleicht in die Badewanne gehen mit irgendwelchen Badesalzen oder sowas, ja.
Oder sich das irgendwo aufschreiben auf einen Zettel und ja, den Zettel sozusagen verbrennen mit den Wünschen und dann entlässt man das ins Universum, ja, lässt das zum Himmel fliegen. Und so kann man auch natürlich Feuer ist ein reinigendes Mittelelement und da kann man das natürlich auch irgendwie so in diese Richtung reinigen, ja. Die Bahnen müssen gereinigt werden irgendwie. Sowas bekomme ich hier rein in dieser Legung. Ja, Entschuldigung, dass ich lache, aber sowas hatte ich noch nie. Ja, okay. Jetzt die untere Reihe. Also hier habe ich für dich den König der Stäbe. Feuriger König, ein leidenschaftlicher König, jemand, der Ziele verfolgt und auch so ein bisschen auf der Jagd ist, auf der Suche ist. Ja. Manchmal symbolisiert hier dieser Mensch einen Verführer, eine Verführerin. Ja, kann so sein. Das bedeutet aber nicht, dass dass der König der Stäbe nur jemanden für eine Nacht sucht und dann bist du Geschichte. Das nicht. Aber das ist auch jemand, der flirtet, der das gerne macht, der gerne auch so ein bisschen spielt in der Liebe. Spielerischer Umgang, miteinander, zusammen, gemeinsam, ja. Und ich habe hier den König der Stäbe. Diesen Menschen kannst du kennenlernen. Aber ich soll dir sagen, der Mensch ist jetzt momentan in so einer Umorientierungsphase. Da endet für diesen Menschen sehr vieles. Man beendet sich drücken irgendwie, ja. Sich aus dem Staub machen immer wieder. Vielleicht war dieser Mensch bis jetzt die ganze Zeit auf der Suche nach einem Abenteuer. Ja, vielleicht auch ein Abenteuer für länger, aber wollte sich nicht so richtig binden. Und jetzt ist man in so einer Umorientierungsphase, ja, man lässt vieles los. Man ist jetzt bereit, sich zu binden. Das sieht man hier auch. Das ist hier der Löwe. Und der König der Stäbe hält diesen Löwen an den Ketten. Also das ist auch die Leidenschaft, die man jetzt im Griff hat. Vielleicht hatte man sich nicht im Griff, ja, leidenschaftlich. Und da zieht man jetzt einen Schlussstrich, ja, und geht nicht mehr dem Ganzen aus dem Weg, stellt sich seinen Dämonen, seinen Passionen, Leidenschaften, die so ausgeufert sind, keine stabile Persönlichkeit vielleicht auch, ja. Da beendet man das Ganze, da verabschiedet man sich davon, vielleicht auch Lügen, ja, kann sein, Lügen, man verabschiedet sich davon und orientiert sich hier neu, orientiert sich um. Möchte mehr Stabilität haben im Leben, möchte endlich eine feste Partnerschaft haben, möchte etwas haben, was wachsen kann. Denn man hält hier einen Stab in der Hand und dieser Stab hat schon kleine Blätter und das ist sozusagen etwas, was sich entwickeln kann, langfristig, weil die Blätter sind noch klein, ja. Und der Mensch ist auch fähig zu Gefühlen, zu tiefen Gefühlen. Aber vielleicht war das bis jetzt so, dass dieser Mensch einfach nur so mehr nach diesem Lustprinzip gelebt hat. Wie gesagt, war nicht fähig oder nicht bereit, sich zu binden. Und viele Abenteuer. Ja, viele Abenteuer habe ich hier. Aber dieser Mensch verändert sich im Inneren und wird ab jetzt diese Leidenschaft dazu nutzen, um das nicht in die ganze Welt irgendwie so zu senden, ja, sondern auf einen bestimmten Menschen die ganze Leidenschaft zu übertragen. Denn man hat hier schon einen Stab in die Hand genommen, ja. Da fokussiert man sich drauf. Sachte, langsam. Ich werde hier auf den König der Stäbe noch eine Karte drauflegen. Ja, der König der Stäbe ist alleine, er ist Single, ich habe hier den Eremiten, der König der Stäbe ist frei, er ist bereit, vielleicht noch nicht jetzt zu 100%, aber ich habe das hier so zu 80%, ja, ist dieser Mensch bereit, sich jetzt zu binden, der König der Stäbe. Feuriger Charakter, leidenschaftlicher Mensch und hat bis jetzt wirklich das einfach verschwendet, dieses Potenzial, so sehe ich das, ja. Hat sich vielleicht auch so ein bisschen ausgetobt, ja, könnte man auch so sehen. Und jetzt Selbstfindungsphase, zu sich finden, zur Ruhe kommen, sich besinnen auch und etwas Festes suchen. Der König der Stäbe ist auf der Suche nach, nicht nur nach sich selbst, weil man hat sich hier schon fast gefunden, aber auch nach einem Partner, nach einem festen Partner, nach einer schönen festen Partnerschaft und möchte auch Pläne machen.
nicht nur planen für den nächsten Tag, sondern auch die nächsten Jahre hier mit jemandem verbringen, ja? Und da ist man jetzt innerlich so darauf fokussiert. Also wenn du diesen Menschen kennenlernen wirst, den König der Stäbe, kann er oder sie hier noch in dieser Selbstfindungsphase sein, aber schon so weit, dass man anfängt, nach einem festen Partner zu suchen. Du möglicher fester Partner für den König der Stäbe. Also schau dir diesen König der Stäbe erstmal ein bisschen an. Sag nicht sofort nein, wenn du ihn oder sie siehst und dir denkst vielleicht, ach, das ist so ein Halodri, ja? Sowas. Nie, vielleicht in der Vergangenheit. Vielleicht hatte man auch viele Partner, viele unglückliche Partnerschaften und da möchte man endlich so einen Schlussstrich drunter ziehen und endlich, dass das ganze Potenzial dieser Liebe auf jemanden übertragen, auf eine Person, auf eine Person. Vielleicht kennst du schon den König der Stäbe. Und es kann sein, dass der König der Stäbe dich jetzt noch nicht gewählt hat, aber dich wählen wird. Ja, hier. Das Ass, der eine Stab wird ergriffen, das bist du. Und der andere Stab, der verschwindet im Hintergrund. Ja, der verschwindet. Ja. Das war das Liebesorakel für dich. Ich hoffe, du bist in Resonanz gegangen. Schreib mir das gerne in die Kommentare, inwieweit das für dich hier Sinn gemacht hat oder inwieweit du dich hier wiedergefunden hast, ja. Vielleicht hast du schon ein Gegenüber, kann sein. Und ja, schreib mir das gerne in die Kommentare. Du kannst auch meinen Kanal abonnieren, liken. Vielen lieben Dank dafür. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.